Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal mit einem Thema, das wir alle kennen, Schubkarren. Und Schubkarren, das ist so wie früher in der Vor-LED-Zeit Taschenlampenbärnchen. Wann immer man Schubkarren braucht, ist er selbstverständlich platt. Ich habe mehrere Schubkarren und ich glaube, es ist nicht einer dabei, der den Winter überlebt, ohne nachzufüllen. Und in der Norma war vor einer Woche ein Vollgummi oder PU-Rad für den Schubkarren im Angebot für 24,99 oder irgendwas in der Größenordnung, ein Never Flat Vollgummi-Rad, was also nicht mehr platt werden kann. War etwas teuer, dachte ich. Ich habe dann mal in eBay geguckt und hatte das Glück, dass wohl irgendjemand da einen Artikel falsch ausgezeichnet hatte und für 9,99 inklusive Versand dieses Rad zu mir gefunden hat. Beim Auspacken habe ich schon gemerkt, hoppala, das ist ein bisschen größer. Das mag aber daran liegen, dass das Originalrad, was ich hier in der Hand habe, eins ist vom Ausverkauf damals von der Praktikerpleite und vermutlich für einen kleineren Schubkarren gedacht war. Denn ich denke, dieses orange Rad hat so die Standard-Schubkarrengröße. Man sieht auch, wie, dass es eigentlich ganz gut reinpasst, wenn es jetzt oben in der Achse vorher gehangen ist. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an. Zum Thema Achse speziell. Ja, vorher noch, vielleicht schauen wir uns das Rad noch mal kurz an. Das Rad hat eine Kugellageraufhängung, was natürlich für ein Schubkarrenrad schon nobel ist. Zum Beispiel das rote Rad nebendran hat nur so ein ganz normales Kunststoffgleitlager. Das ist je nachdem, wie dreckig es gerade war oder wie kalt es war, ging der Schubkarren mal leichter, mal schwerer. Also Kugellager ist schon eine feine Sache. Ein kleines Problem bei dem Vollgummirad oder PU-Rad ist die Achse. Die Achse ist eine 15er Achse. Man sieht, hoppala, die wackelt. Habe ich beim Reinstecken dann irgendwie gemerkt, irgendwas stimmt da nicht so ganz und habe mir mal die Mühe gemacht, die Achse auszumessen. Das scheint eine 15 mm Achse zu sein. Diese 15 mm Achse ist verzinkt. Das heißt, wir sind dann bei 15,2 oder irgendwas in der Größenordnung in etwa. Und das Kugellager ist ein 16er Kugellager. Also hier der Innendurchmesser vom Kugellager sind 16. Ich hatte dann kurz die Hoffnung, nachdem ich gesehen habe, gut, Achse 15, Lager 16, nicht ganz so optimal. Ich hatte kurz die Hoffnung, dass vielleicht die Achse vom alten Rad hier passen könnte. Und siehe da, 16,2, 16,3, also auch keine Chance, ohne irgendwas zu bearbeiten, die Achse verwenden zu können. Ja, jetzt schauen wir es uns erstmal an, wie es denn von der Breite her oder so in den Schubkarren reingeht. So, jetzt kommen wir gleich wieder zum Thema Achse und Bohrung. Siehe da, eine 15er Achse, also sprich ein 16er Gewinde in einer 10er Halterung reinzubekommen, ist natürlich schon eine harte Geschichte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viel Schubkarren mit einer 16er Bohrung gibt. Aber siehe da, neuer Tag, neues Glück. Über Nacht habe ich die Achse mit nach Hause genommen und habe einfach mal von der Achse links und rechts die 15 mm auf der Breite von dem Rad runtergedreht auf 9,8 und ein 10er Gewinde draufgeschnitten. Und zack, so passt die Achse wunderbar rein. Und auch die Möglichkeit, durch festes Zudrehen die Kugellager zu beschädigen, ist auch nicht mehr gegeben, weil der Abstand von den Gewinden ist einfach verhindert, wenn sie zwischen den beiden Klammern drin ist, dass man das Ding so weit dreht, dass Druck auf die Kugellager ausgeübt wird. Also, Beilagscheiben drauf, selbstsichernde Muttern drauf und rein mit dem Rad. So, jetzt sieht man auch, vermutlich dürfte das die eine quasi Original-Schubkarrenradgröße sein, denn es passt wunderschön da rein. Es hat genau noch den nötigen Spiel nach vorne zum Bügel und nach hinten auch zur Wanne. Insofern habe ich also keine Sorge, dass das einfach durch seine Größe dort nicht reinpassen sollte. Also festziehen und dann schauen wir mal, ob das Ding seine Hoffnungen in einen plattenlosen Reifen erfüllen kann. So, festziehen, kürzen wir ein bisschen ab. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. So.
Und Lauftest, siehe da, kugelgelagertes Rad ist natürlich schon eine Geschichte im Vergleich zu so einem Plastikgleitrad. Das ist schon eine feine Sache. So, also, jetzt kommen wir mal zur praktischen Geschichte. Runter und beladen. So, ich habe den Schubkarren jetzt mit Kohlen beladen. Einfach um mal zu sehen, wie er sich fährt. Also auf dem normalen Boden fährt er sich wunderbar. Ich habe dann mal die Staplerzinken einfach als Hindernisse genommen. Die lassen sich auch sehr schön überqueren. Also es ist jetzt nicht irgendwie übermäßig hart, obwohl das Rad, wenn man es in der Hand hat, nur ganz, ganz wenig federt. Man sieht jetzt hier zum Beispiel auch noch, wenn man genau hinsieht, das kann natürlich an der Temperatur liegen, sag ich 2 Grad in der Halle. Man sieht hier den Dullacker von der Gabel vom Gabelstapler. Ja, und wie sich das Ding im täglichen Baustellenalltag bedient, das werden wir sehen. Da kommt dann noch ein neues Video. So, das war's für heute. Tschüss.